Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frostpunk. Wir haben hier einen schönen Choo-Choo-Zug. In der letzten Folge haben wir nämlich die Evakuierung von Winterheim begonnen. Und mal schauen, ob wir das schaffen, dass es auch weiterhin vorwärts geht. Das wäre jetzt die Frage, mit was denn? Wir bräuchten eigentlich so gut wie alle Ressourcen. Wir brauchen 5000 Kohle, die wir zum Landrednort schicken müssen. Wir müssen Bewohner hinschicken, optional 500 Leute, das heißt, uns fehlen immer noch. Die Frage ist, zählen da Kinder mit? Wahrscheinlich ja. Wenn sie mitzählen, dann haben wir Pi mal Daumen 200 mehr, brauchen also bloß noch die Arbeiter hinschicken und das war's dann. Essensrationen zum Dreadnought schicken, da brauchen wir 5000, das heißt, da müssen wir ganz schön ackern, damit wir da hinkommen. Und wandle weitere Decks in Kabinen um, da bräuchten wir allerdings noch mehr Dampfkerne, weil wir nicht mehr genügend haben. So oder so würde ich sagen, wir bauen hier mal nochmal ein paar Rohstoffdepots, kann ich nicht, weil doof. Dann würde ich behaupten, warten wir die 5 Stunden ab, hier können wir noch ein paar hinzufügen, damit sie sich schön um den Generator kümmern können, falls der mal wieder ausfällt, was relativ wahrscheinlich wieder der Fall sein sollte. Essensrationen müssen wir losschicken, Dampfkerne und Kohle, das werden wir jetzt demnächst mal machen, sobald hier die Leute wieder da sind, beziehungsweise ich schau mal schnell. Erkundung, schnellere Außenpostenteams, da brauche ich natürlich 30 Stahl für, was mir nicht so sonderlich gefällt. Aber die 30 Stahl, die würden es eventuell bringen. So könnten wir nämlich schneller Rohstoffe hin und her schicken. Eine Wutrede. Unsere Wachen melden, dass ein Mann vor einer kleinen Menschenmenge eine leidenschaftliche Rede hält. Er beschuldigt sie, uns alle versklaven zu wollen. Unser Captain will, dass ihr zufrieden seid, unwissend und unter Kontrolle. Wisst ihr noch das neue Armenrecht, die Armenhäuser? So leben wir jetzt. Wir sollen arbeiten und den Mund halten, aber es ist noch nicht zu spät. Gut, lasst ihn ruhig reden. Das ist sein Recht. Die Unzufriedenheit, die kann ruhig steigern. Was uns aber relativ wurscht ist, weil sie jetzt wieder sinken wird. Toll, was wir nicht alles machen können. Toll, toll, toll. Wir haben 15 kranke Leute, was mir nicht so sonderlich gefällt. Darum werde ich hier mal das ein bisschen umbauen. Nämlich das Ganze so. Obwohl 10 sind immer noch krank. Dann machen wir wup wup, hallo Handy. Da machen wir das Ganze so und schicken da auch noch einen rein. So, was haben wir denn hier Tolles? Begrenzter Platz. So, es gibt schlechte Neuigkeiten bezüglich des Landrednorts. Der Platz an Bord ist begrenzt. Wir können und sollten zusätzliche Kabinen bauen, doch wir werden nicht alle in Winterheim retten können. Die Gerüchte über den begrenzten Platz verbreiten sich bereits in der Stadt. Die Einwohner sind angespannt und besorgt. Die Hoffnung sinkt und die Unzufriedenheit steigt an. Noch im Rahmen, würde ich behaupten. Jetzt aber wäre die Frage. Erstmal wieder schön Pause schalten. Wir müssen alle Kinder hinschicken, können aber immer bloß 50 Einwohner auf einen Schlag hinschicken. Okay, soll mir jetzt noch nicht so das Problem sein. Wir brauchen aber halt 700 Stahl und das ist eine ganze, ganze Menge. Das ist eine ganze, ganze Menge und so viel haben wir vorne und hinten nicht. Das heißt, ich müsste hier das Ganze umbauen. Nahrung hätten wir relativ viel. Ich würde mal sagen, wir schicken 800 hin. Und Kohle würde ich sagen, den ganzen Rest 1696. Warum nicht? Wir brauchen mehr Eisen. Wo bekommen wir mehr Eisen her? Stahlwerk. So eins könnte ich noch bauen. Das reicht aber nicht so für allzu sonderlich viel. Aber Bewohner haben wir ja zur Genüge. Und ich glaube, hier schalte ich den Automaton aus und werde hier normale Arbeiter reinsetzen. Das bringt es, glaube ich, mehr. Das bringt es, glaube ich, mehr.
würde ich stark behaupten. Ich habe so ein bisschen, also so viel Angst habe ich tatsächlich gar nicht mehr, weil die 5000, die bekommen wir zusammen ohne Probleme, alles weitere ist optional. Ja, kommt. Wenn wir halt nicht 500 Leute retten, dann halt bloß die 75, so viele wie gerade da sind. Die Kohle sollten wir ohne Probleme zusammenkriegen. Und hier alle Kinder, das sollten wir eigentlich auch zusammenkriegen. Das sollte alles nicht so das Problem sein. Bloß ich würde gerne hier erforschen, wenn es geht, hier die schnelleren Außenposten. Und das sollte, natürlich ist jetzt Freizeit. Das heißt, ich werde hier mal eine Notfallschicht in Kraft geben. Die Unzufriedenheit steigt leider viel zu sehr an. Ich dachte nicht, dass das Gas so viel ansteigt. Einige unserer Bewohner sind hier und wollen mit ihnen sprechen. Sie sind es gewohnt, in der Kälte zu arbeiten, aber jetzt ist die Temperatur an ihren Arbeitsplätzen derart gesunken, dass es unerträglich geworden ist. Von zwei kalten Arbeitsplätzen oder hier beginne innerhalb von 24 Stunden mit dem Beheizen von einem kalten Arbeitsplatz und heize sie einen Tag lang. Das schaffen wir. Warum sind da jetzt plötzlich sechs? Ich weiß es nicht. Soll mir aber auch recht sein, wir könnten hier... das Dampfzentrum anschalten, aber das sind leider bloß Zelte. Das sind leider bloß Zelte und hier brauchen wir, stelle mindestens kalte Arbeitsplatzbedingungen sicher. Die Frage ist, wo haben wir denn überhaupt kalte Arbeitsplatzbedingungen? Können wir das irgendwo nachschauen? Nö. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Also hier zum Beispiel im Außenposten, da ist es eiskalt, aber da arbeitet ja niemand. Hier ist es sehr kalt. Also könnten wir zum Beispiel hier schon mal den Heizkörper anschalten. Jetzt haben wir nämlich einmal kalt, zweimal kalt. Da ist es schon kühl. Ist kühl vor kalt? Ne, kühl ist nach kalt. Okay. In der Schneegrube arbeitet niemand. Hier haben wir schon kalt. Ich hätte... Ah, ich könnte doch auch einfach so nachschauen. Wäre vielleicht praktischer. Hier haben wir sehr kalt. Das heißt, das nützt uns gar nichts. Das nützt mir auch nichts. Hier in der Jagdhütte ist es kalt. Das nützt mir alles gerade relativ wenig, muss ich tatsächlich sagen. Ich brauche noch vier Sachen, die kälter sind. Hier zum Beispiel im Propagandazentrum. Nee. Hier zum Beispiel ist es sehr kalt. Jetzt ist es bloß noch kalt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo hier noch vier kalte Arbeitsplatzbedingungen. Hier ist es überall kühl. Hier ist es halt in den Depots kalt, aber das interessiert wahrscheinlich relativ niemanden. Und sonst ist es überall kalt. Außer hier halt beim Mauerbohrer, aber da kann ich den Heizkörper an- und ausschalten, wie ich fröhlich bin. Das nützt mir relativ wenig. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir Glück und es wird noch wärmer. Hier haben wir ja einen Tag Zeit. Vielleicht wird es morgen wärmer und wenn nicht, dann können wir uns immer noch was einfallen lassen. Schaut's hier aus mit der Kohle, haben ein gutes Plus. Perfekt. Perfekt. So, ich bräuchte hier noch einen Stahl. Dankeschön. Jetzt kann ich nämlich hier die schnelleren Außenpostenteams erforschen. Das bringt uns dann hoffentlich eine ganze Menge. Ein neues Gesetz und hier haben wir Arbeitsverweigerung. Ein Mann, der einer Notfallschicht zugewiesen wurde, hat sich geweigert zu arbeiten. Er sagt, dass er keine Kraft mehr hat und nicht so wie sein Freund enden möchte. Die Unzufriedenheit steigt leicht an, wenn dieser Mann für 24 Stunden nicht arbeitet. Okay, von mir aus. Der eine Typ wird halt ersetzt.
Und was haben wir hier jetzt noch für Gesetze, die wir in Kraft setzen können? Vorarbeiter erhöht die Effizienz eines Arbeitsplatzes. Das Problem ist, ich kann hier keine neuen Sachen bauen, weil das alles Stahl kostet. Das heißt, schauen wir mal rüber zur Anpassung, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Schnaps wäre noch interessant. Und ich glaube, das wäre tatsächlich das Interessanteste. Wir unterzeichnen mal, dass wir Schnaps ausgeben können. Die Leute sind da bestimmt glücklicher. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt in Zukunft. Es sind halt trotzdem einige Menschen krank, was mir nicht so sonderlich gefällt. Dann werde ich hier mal auf 15 runtergehen und die Sanitätsstation anmachen. Wo ist eigentlich das Krankenhaus hin? Hier ist das Krankenhaus. Machen wir das Ganze mal so. 24 sind krank, jetzt sind bloß noch 14 krank. Mit etwas Glück heilen wir die schnell genug. Nö. Blinde Passagiere. Wir haben blinde Passagiere im Evakuierungszentrum entdeckt. Einige Einwohner haben solche Angst, dass sie nicht warten wollen, bis sie an der Reihe sind. Sie wollen auf eigene Faust zum Land retten oder aufbrechen, weshalb sie Vorräte stehlen oder sich in den Transportern verstecken. Gebieten wir dem keinen Einhalt, werden wir die Evakuierung nicht geordnet durchführen können. Die Wachen reinschicken oder ich verstehe. Wir werden mal die Wachen reinschicken und schauen, was passiert. Weil jetzt beginnt die Panik, weil wir nicht alle retten können, höchstwahrscheinlich. So, hier zum Beispiel nutzt uns der Heizkörper auch relativ wenig. In ein paar Stunden sehen wir ja, ob es wirklich wärmer wird, ob wir Glück haben oder nicht. Ergebnis: Es wird noch kälter. Gut. Das ist schlecht. Das ist wirklich extrem schlecht. Dann werde ich hier mal den Heizkörper nochmal anmachen. Warum wird es ausgerechnet jetzt kälter? Das gibt's doch nicht. So, hier im Speisehaus bitte auch Temperatur steigern. Genauso wie hier im Krankenhaus und hier im Speisehaus. Auch hier im Speisehaus, mir gefällt das gerade gar nicht, dass es schon wieder kälter geworden ist. Aber okay, da können wir gerade leider nicht so sonderlich viel dagegen tun. Außer hoffen, dass wir das noch irgendwie hinbekommen. Hier zum Beispiel brauchen wir auch viel zu lange mit den Kindern. Da müssen wir noch dreimal hin. Und hier wird die Hoffnung wieder sinken, weil wir es nicht schaffen. Dafür würde ich aber hier 10 Essensrationen wieder verbrauchen, um die Unzufriedenheit zu senken. Und was haben wir hier? Schreckliche Neuigkeiten. Es gab einen furchtbaren Unfall in einer unserer Industrieanlagen. Beinahe ein ganzer Trupp wurde getötet. Sollen wir es vertuschen und den Einwohnern erzählen, dass sie auf eine dringende Expedition gehen mussten? Nein, es sagt die Wahrheit. 7 Einwohner sind gestorben, das ist schlecht. Aber so müssen wir weniger Einwohner hinschicken. Obwohl... Nee, es sind immer noch 500. Schauen wir mal, ob wir das überhaupt schaffen. Nahrung für Überstunden. Sind bei der Arbeit immer weniger engagiert. Vielleicht sollten wir ihnen wenigstens Zusatzrationen geben. Notfallschichten werden von nun an Nahrungsmittel kosten. Oder hier, das können wir uns nicht leisten. Und das können wir uns gerade auch nicht leisten. Darum lassen wir das Ganze vorerst mal. Schnellere Außenpostenteams sind erforscht, das ist gut. Und die sind auch gerade beim Land Dreadnought angekommen. Das ist sehr, sehr toll.
Hier brauchen wir halt noch ganz viel Eisen. Bloß das Eisen haben wir gerade leider überhaupt nicht. Aber ab mit mehr Kindern. Bloß da fehlt uns tatsächlich die nächste Kabine. Was mir nicht so sonderlich gefällt. Oder ist das schon... Kabinendeck 1? Nee, wir brauchen 700 für das nächste Kabinendeck. Dann brauchen wir 1500, 2500, 4000. Das ist eine ganze, ganze Stange. Was mir überhaupt nicht gefällt. Aber okay. Wir werden hier mal... Ich versuche mal auf eine runde Zahl zu kommen. Wie wäre es mit 3000? So, jetzt haben wir zwar bloß noch 365 Kohle übrig, aber soll mir gerade recht sein. Wer denn noch 500 Nahrung mitschicken? Damit unsere Kinder unterwegs nicht sterben. Bloß das war es dann leider relativ bald mit... Wir brauchen halt wirklich mehr Stahl. Ja, Stahl ist uns ausgegangen, soll mir recht sein. Wir brauchen mehr Stahl. Woher bekommen wir mehr Stahl, indem wir ein neues Außenpostenteam erforschen? Mehr Speer. Halt, kann ich wirklich bloß ein Außenpostenteam haben? Aktuelle Obergrenze 1, nicht genügend Stahl. Und schätzungsweise ein weiteres Außenpostenzentrum. Kann ich nicht bauen, weil ich keinen Stahl habe. Aber vielleicht kriegen wir das trotzdem irgendwie hin. Versprechen gebrochen, soll mir recht sein. Ich wollte ja, aber ich durfte nicht. Die Kohle reicht nicht mehr allzu lange. Die Kohle reicht nicht mehr allzu lange. Ich werde hier wohl oder übel nochmal eine Notfallschicht in Auftrag geben müssen, hier in der Kohlemine. Ich habe nämlich ein bisschen zu viel Kohle losgeschickt. Wenigstens ist gleich hier der Kohletransport da. Das heißt, wir haben jetzt mehr Kohle auf Vorrat, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und hier Notfallreparatur mit Holz und Stahl voranbringen, das hilft mir leider relativ wenig. Können wir jetzt noch irgendwas? Also ich glaube, in der zweiten Stufe brauchen wir schon Stahl, ja. Hier mehr Speer könnten wir theoretisch erforschen. Stoffdepot-Aufwertung, können mehr Rohstoffe lagern, klingt doch gut, aber brauche ich auch 10 Stahl für. Soll man mehr Speer? Brauchen wir mehr Speer? Nö, eigentlich nicht, aber wir erforschen es einfach mal. Weil, warum nicht? So, Generator-Fehlfunktion. Der Generator fährt herunter, das ist schlecht und wir haben 39 kranke Leute. Liegt vielleicht auch daran, dass es hier extremst kalt ist überall. So, was haben wir hier Tolles? Der Generator fällt wieder aus. Ist wieder ausgefallen und die Belastung steigt. Die Leute sind starr vor Angst und glauben, dass ihr schlimmster Albtraum im Begriff ist, wahr zu werden. Die Schäden sind schlimmer denn je und die Reparatur wird länger dauern. Unsere Ingenieure arbeiten an einer Übergangslösung. Die Reparaturstation war ausreichend stark besetzt, also sollte die Reparatur relativ schnell abgeschlossen sein. Hoffnung sinkt erheblich. Gut, das heißt, wir haben eine Fehlfunktion, müssen das Ding reparieren, dauert einen Tag, 4 Stunden, was viel zu lange ist. Das heißt, weg mit den Ingenieuren und hier rein damit. Jetzt dauert es bloß noch 18 Stunden, was immer noch zu lange ist. Hier werden wir mal reduzieren auf 2. Dauert 15 Stunden.
Und ich würde noch gerne hier ein bisschen weiter auf Dings gehen wollen. So, jetzt wären wir bei 40, dauert bloß noch 15 Stunden und bei der Temperatur ist es eine ganze, ganze Stange. Es werden jetzt natürlich viel zu viele Leute krank. Verängstigte Familie. Eine Familie mit Kindern ist auf dem Weg zum Evakuierungszentrum, um auf eigene Faust zum Landrednot zu reisen. Vater, ich habe Angst. Ich will nicht weg, weint eines der Kinder. Sch, Liebes, sei tapfer. Wir werden in Sicherheit sein, wenn wir es zum Landrednot schaffen, bevor alle Kabinen besetzt sind. Die Unzufriedenheit ist zu hoch oder die Hoffnung zu gering. Schön. Die Unzufriedenheit wird erheblich steigen oder haltet sie auf und die Hoffnung sinkt. Beides gefällt mir nicht so unbedingt viel, so unbedingt toll, aber wir lassen sie gehen. Und hier hoffe ich, dass ich relativ bald... Was war das? Achso, das Speerteam ist angekommen, super. Am Fuß des Hangs sind dunkle Formen zu sehen, die tief unter dem Eis und Schnee begraben liegen. Hier sind mehrere riesige Kisten vergraben. Sie sehen aus wie Transportkisten, die für Dampfkerne benutzt wurden. Wir werden sie ausgraben. Einen Dampfkern haben wir gefunden, das ist schön, und zwei neue Sachen gefunden. Nämlich, was haben wir denn? Alles auf Lager, 177 Stahl und einen Dampfkern. Dann werde ich mal fix heimgehen. Speerteam, bitte heim. So, 6 Stunden bis zur Ankunft, das ist schön. Und dann schauen wir mal, wie wir das weiter am Laufen haben. Die Unzufriedenheit steigt und steigt und steigt. Das wird alles sehr, sehr lustig, aber wie es weitergeht, ob wir es schaffen. 2000 Kohle brauchen wir noch, um die Mission ganz sicher zu schaffen. Sollte eigentlich machbar sein. Wenn ich gerade so auf unsere Kohle schaue, lustig wird's. So oder so hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Grutzi.